Franz Beckenbauer ist tot. Was war das für ein Schock? Ging es Ihnen genauso wie mir? Einige Tage zuvor gab es Nachrichten, es geht ihm nicht mehr so gut. Aber wie es immer so ist, ich habe das bei meinen Eltern erlebt oder bei großen Menschen, wenn es heißt, es geht nicht mehr so gut, man hofft und glaubt nicht, dass es irgendwann passieren kann. Und plötzlich die Nachricht, Franz Beckenbauer ist tot. Schock, tiefe Trauer, Erinnerungen an Begegnungen, an große Momente. Seine großen Momente sind diejenigen, wo wir fast alle wissen, wo wir zu dem Zeitpunkt waren. Bei den Weltmeisterschaften, bei den großen Pokalen. Jeder von uns verbindet die Geschichte von Franz Beckenbauer mit ganz persönlichen Erinnerungen, der Ehrfurcht und der großen Freude. Ich glaube, es hätte ihm heute sehr, sehr gefallen, diese Feier zu leben und Ihr Andenken, Ihre Erinnerungen, Ihre positiven Gefühle zu spüren. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich finde das großartig. Danke auch an den FC Bayern, der diese großartige Feier heute organisiert. Der FC Bayern ist nun mal das Aushängeschild des deutschen Fußballs überhaupt. Und seine Geschichte des FC Bayern und die des Franz Beckenbauer sind untrennbar verbunden. Wir haben es vom Bundespräsidenten gehört, wir haben es im Film gesehen, Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Idol, ja, schon eine Art Fußballgott, einer der allergrößten Bayern und der bedeutendsten Deutschen. Eine zeitlose Ikone. Drei Generationen haben Franz Beckenbauer erlebt, bewundert und geschätzt. Die eine Generation als Spieler. Mein Vater, der eher ein Fan des etwas robusteren Spiels war, hat zu mir immer gesagt, der Beckenbauer, der spielt ja fast wie ein Brasilianer. Der bewegt sich so elegant, der umspielt die Spieler wie Slalomstangen. Das ist schon ein ganz besonderer Spieler. Er war derjenige, der den deutschen Fußball mit neu erfunden hat. Von dem klassischen Spielstil der 50er und 60er zu einem ganz modernen Spiel gemacht, zu einem leichten, zu einem schnellen. Er war der Chef. Europameister, Weltmeister. Er hat den FC Bayern in die große goldene Ära geführt. Natürlich war er nicht allein. Am Anfang waren Sepp Maier und Gerd Müller dabei, später viele andere wie Uli Hoeneß, Paul Breitner, alle haben ihn unterstützt. Und wissen Sie, was mich immer persönlich beeindruckt, wenn ich Dokumentationen sehe von Europameisterschaften oder vor allem der Weltmeisterschaft? Das sind alles Spieler mit einem starken Selbstbewusstsein. Unser Uli Hoeneß, Paul Breitner, Günter Netzer oder Lothar Matthäus. Aber einen, den haben sie immer als den Ersten, als den Chef anerkannt. Einem sind sie gefolgt. Und wenn er bei der Weltmeisterschaft gesagt hat, wir raufen uns zusammen und wir wollen Weltmeister werden, dann sind sie es geworden und haben ihm gefolgt. Das war und ist Franz Beckenbauer, der Spieler, der Erste unter allen, die da waren, der Chef des deutschen Fußballs. Meine Generation hat ihn als Trainer erlebt. Meine Generation hat ihn vor allem als Trainer erlebt. In diesem großen Jahr der Freiheit und der Euphorie 1990, im Jahr der deutschen Einheit, Weltmeister zu werden. In Italien. Ein ganz besonderes Moment. Eine großartige Weltmeisterschaft. Ein starker Trainer. Was mich da beeindruckt hat, viele haben ja immer geglaubt, bei Franz Beckenbauer geht es so leicht. Geht raus und spielt Fußball. Erst im Nachhinein haben viele mitbekommen, welche unglaublichen Akribie er gearbeitet hat. Er hat sich auf Videobändern, die damals nicht so ausgeprägt waren wie heute. Heute gibt es da ganze Trainerstäbe, die nur diese Auswertung machen. Hat sich selber alles angesehen. Hat genau analysiert, wie es zu spielen ist. Hat den Spielern Leidenschaft vermittelt und beeindruckend war. Wenn es scheinbar am schwersten war, war am leichtesten. Aber wenn die Mannschaft zum Beispiel in einem der Spiele etwas holprig durchgekommen ist und alle froh waren, dass man vielleicht gewonnen hat, war er stinksauer. Da hat er die Spieler motiviert allein dadurch, dass er mit ihnen nicht geredet hat. Und am Ende hat er alle motiviert und mein Gefühl war, alle haben gespielt, nicht um für sich Weltmeister zu werden, sondern für ihn.
Und so ist der Lohn gewesen, 1990 Weltmeister erneut zu werden, diesmal als Trainer. Er hat uns damals für unser Land eine unglaublich große Freude bereitet. Danke auch für diese Weltmeisterschaft. Es gab schon jemand, der Weltmeister als Spieler und Trainer war, aber nicht, um die Dreifaltigkeit des Fußballs abzuschließen, der eine eigene WM organisiert und ins Land geholt hat. Das Sommermärchen, und damit wieder eine neue Generation erschlossen, 2006, war was unglaublich Schönes. Das Wetter war schön. Ich glaube, es ist übrigens auch ein Zeichen des Himmels, dass heute Kaiserwetter ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Diese WM 2006, fröhliche Spiele, weltoffen. Wir Deutschen haben uns gezeigt von einer der besten Seiten. Wir haben der Welt gezeigt, dass wir ein freies, ein fröhliches, kein pessimistisch und aggressives Land sind, sondern im Gegenteil. Und wir haben vielleicht auch wieder gelernt und getraut, uns unverkrampft, auch freundlich und freudig über unser eigenes Land zu zeigen, das erste Mal wieder auch Deutschlandfahnen zu zeigen. Ich glaube, die WM 2006 war ein großes Sommermärchen und auch der Vorläufer, der am Ende dann später zu einer erneuten Weltmeisterschaft führte. Dieses Sommermärchen wird uns allen in Erinnerung bleiben. Und damit hat Franz Beckenbauer sich nicht nur in der Fußballwelt, sondern auch für unser Land unsterblich gemacht. Auch dafür vergelt's Gott Franz Beckenbauer. Andere sind besser berufen zu beurteilen, wie er als Mensch war. Ich gebe zu, ich kannte ihn nicht so eng wie viele andere. Ich habe ihn mal kennengelernt und wissen Sie, was mich beeindruckt hat? Ich durfte damals mitgehen mit Ebb und Stoiber. Dann standen die ganz Großen des FC Bayern zusammen und haben philosophiert. Ich stand dann etwas höflich, freundlich hinten. Und Franz Beckenbauer hat aber nicht nur mit den Wichtigen geredet. Dazu habe ich gesagt, sind Sie? Hallo, grüß Gott, freundlich. Das hat mich sehr beeindruckt. Er war ein freundlicher Mensch. Er war nicht arrogant. Er war nicht etwa abweisend, sondern er hat sich über jeden gefreut, der freundlich war. Und er hat jeden ernst genommen und wertgeschätzt. Und wissen Sie, jemand, der so viel erreicht hat, dem könnte man wahrscheinlich nachsehen, dass er sich nicht um jeden kümmert. Aber dass ihm jeder Einzelne, jeder Fan, jeder, der beim FC Bayern arbeitet, jeder, der sich mit ihm zeigt und der etwas Gutes will, dass er sich so um die Menschen gekümmert hat, finde ich großartig. Wissen Sie, Erfolge auf dem Platz sind das eine, aber der Erfolg als Mensch ist besonders beeindruckend. Dankeschön. In den Dokumentationen, die jetzt in den letzten Tagen im Fernsehen liefen zum Abschluss, da wird dann auch vom Schatten geredet, von vielen Dingen, die danach waren. Vieles von dem ist nie bewiesen, sondern nur gemutmaßt und unterstellt worden. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, manchmal habe ich schon gewundert, wie viele von denen, die vorher gar nicht schnell genug und in die Nähe genug von Franz Beckenbauers Licht stehen konnten, die dann plötzlich ganz woanders standen und schlau darüber geredet haben, meine Damen und Herren. Ich finde, mag der eine oder andere von Schatten reden, das Licht von Franz Beckenbauer strahlt hell und prall und weit über das Ganze hinaus. Seine Familie war ihm das Wichtigste. Deswegen glaube ich auch, dass all das Gerede um die WM 2006 tat vielleicht weh, aber der Tod seines Sohnes ist wahrscheinlich die schwerste Niederlage in seinem Leben gewesen. Und ich glaube, jeder von uns kann mitfühlen, wie einen das trifft. Egal wie reich, wie erfolgreich du bist, keiner sollte den Tod des eigenen Kindes erleben müssen, meine Damen und Herren. Er wurde aber von seiner Familie und seiner wundervollen Frau aufgefangen. Und auch ihr sagen wir, mit der ganzen Familie, Dankeschön für den Rückhalt vor allem. Dankeschön für die Unterstützung in diesen schweren Zeiten.
zum Schluss an so einem Tag, man hat Trauer, aber irgendwie, wissen Sie, gibt einem solcher Tag auch irgendwie Kraft und Hoffnung. Wenn so viele Menschen zusammenkommen, um jemanden zu gedenken, wenn so viel positive Energie da ist, in Erinnerung an jemanden, der uns so viel gegeben, uns so reich beschert hat, uns motiviert hat, der viele Generationen von Spielern auch animiert hat, Fußballspieler zu werden, sei es nur, um in der Nachbarschaft vielleicht mal ein Tor zu schießen oder in seinem Heimatverein, im Amateurverein, einfach mitzukicken und vielleicht ein kleines Trikot anzuziehen, auf dem Beckenbauer steht. Diese Gefühle machen Hoffnung. Und diese Gefühle begleiten uns. Wir werden Franz Beckenbauer nie vergessen. Wir werden ihn immer vermissen. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein. Franz Beckenbauer wird nie allein sein. Gott schütze Franz Beckenbauer.